Hi, meine Lieben. Ich habe die letzten Tage über Fragen nachgedacht und bin drauf gekommen, dass Fragen sowohl eine Bereicherung sein können und ein Geschenk und etwas, das dein Universum ausdehnt, aber genauso, dass Fragen eine Waffe sein können. Denkt nur mal an zum Beispiel Verhöre, wenn Leute befragt werden. Denkt an Kinder in der Schule, wenn sie gefragt werden, um die richtige Antwort zu geben. Denkt an Leute, die wirklich nervtötend sind, weil sie euch ständig fragen, weil sie wissen wollen, was ihr denkt, wer ihr seid. So, das sind alles Fragen, oh, jetzt zwitschern die Vögel um mich rum. Das sind alles Fragen, die auf eine Antwort abzielen. Und diese Fragen sind oft nicht besonders freundlich. So, die Fragen, von denen ich rede, wenn ich immer wieder davon rede, Fragen zu stellen, sind die Fragen, wo wir keine Antwort erwarten. Ja, es sind die Fragen, wo wir keine Antwort wissen. Das heißt, es sind Fragen, die wir stellen, ohne eine Schlussfolgerung, ohne eine Erwartungshaltung zu haben. Das sind die Fragen, die wir uns selbst stellen. Ja, zum Beispiel, wie wird es noch besser? Oder was ist hier sonst noch möglich? Und was kann ich hier sein oder tun, was ich zuvor noch nie getan habe oder gewesen bin, dass das alles hier verändern würde? Das sind die Fragen, von denen ich spreche. So, ich lade euch ein dazu, Fragen zu stellen. Fragen, auf die ihr keine Antwort erwartet. Fragen, wo ihr noch nicht wisst, was bei rumkommen soll. So, probiert das heute einfach mal den ganzen Tag aus und schaut, was passiert. Ich bin gespannt.